Die weiblich begründete Kultur der Frauenberge, die vor allem in unserem Teil 2 und 3 vorgestellt wurde, mag für manchen eine Überraschung gewesen sein. Unter der Kultur der Frauenberge verstehe ich deutliche Hinweise in unseren Sagen, Flurnamen, in der Volkskunde sowie der Kunst- und Kirchengeschichte, die von drei Frauen handeln, die auf einem Berg, einen Turm, eine Burg oder ein Schloss bewohnten und das Alltagsleben der Menschen im ganzen Lande tatkräftig in Wahrheit, Schönheit und Güte herzlich begleiteten. Regional waren die drei Frauen jeweils die Vertreterinnen der drei Beten. Die Spuren dieser verschollenen Kultur finden sich tatsächlich vor unserer Haustür. Die Kultur der Frauenberge ist weitgehend unbekannt, und es gibt in unserer geltenden Ansicht von Geschichte kaum Platz für sie. Da stellt sich die Frage, wie eine Weltkultur aus unserem Bewusstsein verschwinden konnte. Die Antwort ist einfach. Eine mächtige Interessensgruppe sorgte dafür, die Menschen in eine gefälschte Matrix ihrer Gestaltung regelrecht einzufangen. Wie meine ich das? Zitierend Goethe Faust I was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grunde der Herren eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Zitat Ende. Der Herren eigener Geist, das ist die falsche Matrix. Im Folgenden werden Menschen genannt, die schon früh darauf hinwiesen. Charakteristikum der christlichen Religion ist die Trinität mit dem Rätsel des Verhältnisses von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Hinter dieser männlichen Konstruktion verbirgt sich archaisch die tatsächlich organisch lebendige Dreifaltigkeit der Göttin als Jungfrau, Mutter und Weise Alte, aus der in einem neuen Zyklus das Leben mit der neugeborenen Jungfrau weitergeht. Das Wunder der Frau als gebärende und Kulturschöpferin musste aus patriarchalischer Sicht dem Manne übertragen werden. Die Frau wurde grundsätzlich entmachtet und mit ihr der Mann, der mit ihr harmonisch verbunden war. Daher verehrt die christliche Religion auch drei heilige Könige an genau diesem Tage, dem 6. Januar, der ursprünglich der Tag der Göttin Perchta wie auch Frau Holle, Aspekte der heiligen Frauen, in sich vereinigt. Der Perchtentag beendet zugleich die zwölf Rauhnächte, die noch auf den alten Mondkalender hinweisen. Der Begriff Matrix drückt Folgendes aus Mütter 3. Ma, Tri, X. Aus der friedlichen matriarchalen Weltkultur, die echte, weil ursprüngliche Matrix, wurde durch die unfassbar große Fälschungsaktion der Weltgeschichte, siehe Peter-Franz Josef Müller, ein kriegerisches Gegeneinander. Die Gründung einiger patriarchaler Religionen bezweckte Krieg bis in unsere Gegenwart. Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass die falsche Matrix in unserer Gegenwart nun wieder aufgelöst wird. Um dieses Erkenntnisproblem verständlich zu machen, stelle ich im Folgenden vier Geschichtskritiker aus drei Jahrhunderten mit ihren markantesten Thesen vor. Allein die Tatsache, dass die Geschichtskritik ihre eigene gut 300-jährige Geschichte aufweisen kann, verleiht ihr einen gewissen Tiefgang, mit der Möglichkeit für uns, die Faktenlage nachzuvollziehen. Ein wichtiger Name, der in jüngeren geschichtskritischen Arbeiten stets erscheint, ist der französische Jesuit Jean Hadouin 1646 bis 1729. Der in Paris für den französischen König Ludwig XIV. als Bibliothekar wirkte. Er schrieb, dass er um 1692 auf einige antike Texte aufmerksam wurde, die er für Fälschungen hielt. 1692. Wir erinnern uns an unseren dritten Teil über die Stadt Worms, Borbetomagus. Um diese Zeit, vor gut 330 Jahren, wurden Hunderte von Dörfern und Städten von Frankreich unter dem Königtum von diesem Ludwig XIV. niedergebrannt und zerstört. Auch eben die Kunstschätze in unseren Sakralgebäuden. Folgendes Bild aus der 49. Minute unseres dritten Teils erinnert daran. Verharmlosend wird diesbezüglich vom Pfälzischen Erbfolgekrieg 1688 bis 1697 berichtet. Was war damals eigentlich geschehen? Und was war Jahrzehnte zuvor der sogenannte Dreißigjährige Krieg, 1618 bis 1648, tatsächlich? Dann dürfen wir eine Verbindung auch zum Ersten und Zweiten Weltkrieg bis hin zu unserer Gegenwart ziehen? Hardouin wurde also in dieser Zeit, 1692, auf Unstimmigkeiten von sogenannten antiken Texten aufmerksam. Er fasste seine Thesen später in seiner Schrift Prolegomena zu einer Kritik der antiken Schriften wie folgt zusammen, wobei der Druck erst 1766 in London erfolgte. Aus der deutschen Übersetzung von Rainer Schmidt, 2021, Seite 79. Die Angelegenheit, der wir uns mit großer Anstrengung, aber noch größerem Abscheu zuwenden, ist, mit Gottes Beistand, solange er mir Leben schenkt, zu zeigen, dass alle für antik gehaltenen Schriften, mit Ausnahme der Bücher, die von der Kirche als heilig und kanonisch angesehen werden, und sechs profanen Autoren, vier lateinischen und zwei griechischen, von einer verbrecherischen Clique angefertigt und den Monumenten, auf die sie sich beziehen, untergeschoben wurden. Unbedingt zu beachten ist, Hardouin wirkte als Jesuit am Hofe des französischen Königs Ludwigs XIV. in Paris. Und dieser überzog überfallartig Ende des 17. Jahrhunderts zahlreiche deutsche Städte und Dörfer, unter anderem Worms, wo das Bildnis der drei Beten, die im ersten Teil im Bild gezeigt wurden, glücklicherweise erhalten blieb. Doch was wurde tatsächlich zerstört? Aus obigem Satz Hadowas geht weiter hervor, dass er ein unbedingter Verteidiger der katholischen Kirche war. Warum sind für den Papst vorchristliche antike Schriften von Bedeutung? Hängt es mit dem doppelten Rom zusammen, Römisches Reich und Römische Kirche? Das Römische Reich braucht natürlich, in Anführungszeichen, antike Literatur, und die römisch-katholische Kirche knüpft in dieser angeblichen Antike daran an und erhält ihr völlig überhöhtes Alter. Und dennoch schien doch die Aggression aus Frankreich zu kommen. Der Name Hardouin war damals wesentlich bekannter als heutzutage, wo ihn neben Fachleuten nur noch geschichtskritische Menschen kennen. Wir kommen nun auf einen deutschen Geschichtskritiker zu sprechen, der in den ersten drei Teilen im Nebel der Geschichte schon vorgestellt wurde, Peter Franz Josef Müller. Lebensdaten unbekannt, seine Hauptwerke sind von 1814 und 1815. Müller wurde in den letzten 15 Jahren der klare Orientierungspunkt meiner geschichtskritischen Ausführungen. Er war ein deutscher Jurist, wohnte in Düsseldorf am Rhein, veröffentlichte mehrere Bücher und ist auf Wikipedia unter seinem vollen Namen dennoch nicht existent. Auch die deutsche Biografie scheint ihn nicht kennen zu wollen. Vor dem Wiener Kongress und für diesen veröffentlichte 1814 sein Buch Meine Ansicht der Geschichte. Darin beschreibt er eine so bezeichnete Empörung durch das spätere Frankreich mit dem späteren Italien, Humanismus, über Jahrhunderte gegen das deutsche Urreich. Dessen Kennzeichen sei der Doppeladler, der nach Westen und Osten, was für Asien steht, schaut. Es sei nicht zu verwechseln mit dem für ihn unhistorischen heiligen römischen Reich deutscher Nation. Wird hier in der alten Reichsstadt ein Bezug des alten Reiches zu den Frauen angedeutet? Müllers Buch ist frei von nationalistischem Chauvinismus und noch frei von der späteren deutschen Traumatisierung durch den Nationalsozialismus. Es zeigt Parallelen zu Johann Gottlieb Fichte's Reden an die deutsche Nation von 1808 auf. Der viel bekanntere Fichte kennt auch ein deutsches Urvolk und eine Ursprache. Unter Hinzuziehung zahlreicher, meist lateinischer Belege, zeigt Müller auf, dass der Verlauf unserer Geschichte von den Verschwörern geschrieben wurde und wir weltweit einem verzerrten Geschichtsbild folgen. Das bestätigt sich ferner in der Schrift von Johann Gottlieb Radloff, die im gleichen Jahr 1814 erschien, mit dem Titel Frankreichs Sprach und Geistestyrannei über Europa. Ausgangspunkt war eine künstlich herbeigeführte Katastrophe, die in der offiziellen Geschichte nicht vorkommen darf. Müller schrieb Ein Feuerberg verheert nur die Gefilde seiner Umgebung. Nur wenige Menschen verschlingt die bebende Erde, nur wenige Eiländer das tobende Meer, die wütendste Flamme nur wenige Städte, aber diesmal wurden ganze Weltteile in ihren Grundfesten erschüttert. Und die Geschichte gesteht selbst, dass unter anderem durch Johannes den 22. so viel Blut geflossen, dass der Bodensee davon ganz würde gefärbt worden sein und die Leichname der Erschlagenen nicht würde haben fassen können oder wie es anderwärts heißt, der dritte Teil des Meeres war Blut. Alles Elend, was die Menschheit in den nachherigen Jahrhunderten erlitten, war Folge dieser unseligen Umwälzung. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang mit der Katastrophe fällt der Name Johannes der Zwanzigste. Gemeint ist damit einer der Päpste von Avignon, Südfrankreich, als diese ganz offiziell nicht in Rom ihren Sitz hatten. Tatsächlich gab es zu diesem Zeitpunkt des 14. Jahrhunderts noch gar keine Päpste in Rom. Der Beginn des Papsttums war in Frankreich, eben in Avignon an der Rhone. Das führt später Wilhelm Kammmeyer ja in seinen Büchern aus. Gemeint ist die Pest um 1349. Anführungszeichen beziehen sich in solchen Fällen auf offizielle Aussagen, die zu hinterfragen sind, zumal die katholische Kalenderreform erst 1582 erfolgte und Julius Caesar, Julianischer Kalender, so nicht lebte. Müllers Buch ist das einzige mir bekannte, welches den roten Faden der Geschichtskritik tatsächlich erklären kann, da er alleine den Grund nennt. Es behandelt geschichtliche Sachverhalte, die außerhalb der höchsten Kreise der Geheimgesellschaften kaum bekannt sind. Nun ist Folgendes wichtig. Müller greift Hadouins Ansatz durchaus auf. Er handelt dabei aber als freier, nicht ordensgebundener Deutscher und stellt Folgendes richtig. Müller hält die griechische römische Antike komplett für ein Märchen, ohne Ausnahmen. Das klingt beispielsweise so. Man mag den Tacitus in das erste oder das fünf- oder sechzehnte Jahrhundert stellen, so bleibt es immer unglaublich, dass die Deutschen vor ihm keine Geschichte gehabt haben und bis dahin ungekannt geblieben sein sollen. Dass die Deutschen auch schon vor dem Tacitus des ersten Jahrhunderts und sogar vor der Gründung Roms ein ausgebildetes und allgemein ausgebreitetes Volk gewesen, bezeugt selbst die römische Sprache, denn dass die römisch-lateinische Sprache unmittelbar aus der deutschen ist geschöpft worden, wird, wie ich hoffe, in kurzem niemand mehr bezweifeln. Die deutsche Sprache war also noch älter als die römisch-lateinische, und folglich muss auch die deutsche Geschichte älter sein als die römische, denn die Sprache ist das allerunzweideutigste Denkmal der Geschichte. Und eine Sprache wie die deutsche, in der sich die Kenntnis des Ganzen wie des Einzelnen auf der Erde wie im Meere und in den Höhen wie in den Tiefen aus eigener Kraft ausspricht, die in den Namen aller Völker und Örter vom Anfang der bekannten Geschichte an erscheint, setzt notwendig ein Volk voraus, dessen Geschichte älter sein muss als jede Zeitrechnung. Schon von diesem Seepunkte aus betrachtet, ist Tacitus offenbar untergeschoben? Zitat Ende von Seite 464 folgende. Nochmal zur Erklärung. Am Beginn von Müllers Recherchen stand die Aufgabe, die Grenzen zwischen den Sachsen und den Franken zu bestimmen. Und dabei dämmerte ihm, dass da etwas Grundsätzliches nicht stimmen kann. Zuletzt folgte daraus die Erkenntnis, dass die sogenannten Franken kein Volksstamm waren, sondern eine Bezeichnung für den Abfall vom bestehenden Reich. Sie machten sich demnach Frank und Frei vom Urreich, woraus die Bezeichnung Franken erst entstand. Müller studierte die vorhandenen Geschichtsquellen, die er in seinem Buch gründlich belegt. Diese sind oft lateinisch. Beispielsweise bezieht sich Müller in meiner Ansicht der Geschichte auf 35 Seiten auf den Historiker Johann Peter von Ludewig 1668 bis 1743, da dieser teilweise selber Müllers Ansicht indirekt bestätigt. Ludewig schrieb 1713 etwa ein umfangreiches Werk über die Bischöfe von Würzburg in Franken für die Welfen, die Müller zu den Hauptverschwörern rechnet. Zitat von Müller, Seite 187. Übrigens halte ich den sogenannten karolingischen Stamm für den welfischen, Karl den Großen für Karl von Anjou. Zitat Ende. Auch der historisch arbeitende berühmte Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 bis 1716, wird von Müller kritisch zitiert. Auch Leibniz schrieb unter anderem für die Welfen. Tacitus und andere sogenannte antike Historiker erfüllen bis heute die Funktion, von dem großen Deutschsprachigen Reich abzulenken. Stattdessen wurde das Bild einer primitiven deutschen Frühgeschichte vermittelt, die man als germanisch bezeichnet. Doch auch der Begriff der Germanen ist meines Erachtens eine Erfindung des Renaissance-Humanismus, insbesondere von Konrad Keltis, der hat angeblich gelebt, 1459 bis 1508 und Ulrich von Hutten 1488 bis 1523 und anderen offenbar deutschen Humanisten Echt sind archäologische Fakte, auch wenn Fälschungen dabei sind. Das Humanisten-Ehepaar Margarete und Konrad Peutinger beispielsweise wirkte mit an der Erfindung der Römer. Nach Konrad Peutinger wurde eine römische Landkarte benannt die wohl Keltes herstellte, und Margarete Peutinger kümmerte sich Anfang des 16. Jahrhunderts als erste um das sogenannte römische Münzwesen. Münzen wurden wohl seit der Renaissance gefälscht. Grundlegend wichtige Namen für die Geschichtsfälschung sind die Namen Joseph Justus Skaliger, Angeblich 1540 bis 1609, und Dennis Petau, auch ein Jesuit, angeblich 1583 bis 1652. Skaliger wurde in Frankreich geboren und studierte unter anderem in Paris. Petau, oder humanistisch Petavius, war ein französischer Historiker, wie sein Landsmann Hardouin, Franzose. Sie beförderten die Menschheit in die falsche Matrix, der sich fortan alle Völker unterwarfen. Dies geschah durch eine dogmatische Bestimmung dessen, welche sogenannten Völker und sogenannten Reiche gegeneinander kämpften und vor allem wann sie das angeblich taten. Es ist eine willkürliche Bestimmung, für welche archäologische oder andere Wissenschaften lediglich benutzt werden. Heute ist diese Willkür allgemeine Lehre der Universitäten. Und nun ist entscheidend, der Jesuit Hadua beruft sich positiv auf seinen Ordensbruder Petau in Prolegomena Seite 80 folgenden und entlarvt sich damit selber, auch als Verschwörer. Die Jesuiten sind eine Art strenge Vorhut des Papstes und wurden wegen ihrer Tätigkeiten immer wieder in verschiedenen Ländern verboten. Müller stellte mit seinem Buch richtig, dass die gesamte Antike nur Literatur ist, der kein wirkliches Geschehen der handelnden Personen entspricht. Ähnliche mutmaßliche Volkserfindungen wie die Germanen betrifft auch Kelten, Gallier, Merowinger, Karolinger, Franken und so weiter, die allesamt als Wegbereiter der später als Franzosen genannten Verschwörer, laut Müller, in die erfundene Geschichte eingefügt wurden. Die Zeit wurde gewissermaßen künstlich gedehnt, sowie infolge des Humanisten Kopernikus auch der Raum. Müller im Wortlaut 1814 Der Name Franken schreibt sich nicht von einem Lande Franken in Deutschland her, denn sowohl das ältere Herzogtum Franken als auch das jüngere Würzburgische Herzogtum in Franken sind Märchen. Sondern daher, weil sich einige deutsche Volksstämme vom Urstamm losgerissen und in der Folge unabhängig gemacht und sich von nun an frei und eigen, Franken genannt haben. Eben dieselben nannten die Gesamtheit der dem Urstamm treu gebliebenen Sassen, das heißt Einsassen, oder wie sie zur Zeit der Ankunft des Aeneas in Italien genannt wurden, Eingeborene, Aborigines. Die Auseinandersetzung zwischen Sachsen und Franken betrifft nach Müller den Kampf der Verschwörer, Franken, gegen die Ureinwohner, Sachsen. Der große Franke Karl der Große ist ebenso erfunden. Tatsächlich gab es viel später Karl von Anjou. Und in Bezug auf die sogenannte Antike heißt es: Die Vorliebe für das neue Reich der Frügen oder Franken zeigt sich bei allen sogenannten klassischen Schriftstellern denn alle waren Söldlinge derselben Betonung auf alle denn das ist der Unterschied zu der Beschreibung von Hardouin der nur einige der antiken Schriften in Frage stellte es sei auch noch erwähnt dass keiner der anderen Geschichtskritiker außer Wilhelm Kammerer und zuletzt Christoph Fister die rolle von peter franz josef müller überhaupt gewürdigt haben Deutschlands tätigstem Mitschutzgeist. Es gibt noch einen Grund, warum Peter Franz Josef Müllers Geschichts- und Sprachwerke von großer Bedeutung sind. Müller schreibt dazu selber im Vorwort zu Meine Ansicht der Geschichte: Zitat. Dem großen Haufen kann es gleichgültig sein, ob zum Beispiel Aeneas, auch Romulus oder wer sonst noch war. Er fühlt sich bei jedem Glauben glücklich, und wehe dem Menschenfeinde, der dies Glück böslich stört und sich anderer Mittel als zwangloser Überzeugung und immer noch mit Vorsicht und Schonung bedient. Aber bei der Weltlage im Großen, wo aus Trümmern älterer Reiche abwechselnd neue entstehen, das eine Menschengeschlecht und das ursprünglich eine Volk in mehrere Völkerschaften zerrissen ist, wovon die eine die andere zu überwältigen oder zu überlisten sucht, die eine sich für älter, tapferer, edler hält wie die andere, und die gewöhnlich alle aus der Geschichte ihre Ansprüche bilden, darf die Kenntnis der Geschichte unmöglich denen gleichgültig sein, welchen die Leitung des Ganzen im Großen wie im Kleinen anvertraut ist. Und diesen seien meine Beobachtungen zunächst und im Namen aller, meinem hohen Gönner und Deutschlands tätigstem Mitschutzgeiste, dem gewissen Stein, gewidmet. Zitat Ende. Gemeint ist Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein, hat gelebt 1757 bis 1831, Minister und Hauptbetreiber der preußischen Reformen. Der Freiherr vom Stein war federführend im deutschen Befreiungskampf gegen die französische Besetzung der deutschen Länder. In Napoleons Madrider Dekret vom 16.12.1808 wird die Auslieferung Steins wegen Verrats befohlen. Napoleon forderte seinen Kopf. Vor diesem Hintergrund schrieb Müller seine Werke. Mit diesem Hinweis auf Stein leitet Müller sein Buch ein. Mit folgenden Worten schließt er es. Zitat. Landsleute, lernt eure Geschichte, sie ist die Geschichte der Welt. Nur zu lange tappen wir im Finstern und kennen weder Eingang noch Ausgang. Die wahre Geschichte ist in den Händen des Auslands, jetzt vielmehr zum großen Teil auf Elba. Zitat Ende. Napoleon hielt sich ja 1814 und 1815 auf Elba auf. Weiter zitierend. Der Kenntnis der Geschichte verdankt dagegen Frankreich sein allmähliges Wachstum, Napoleon seinen Schwung. Seine anderen großen Fähigkeiten waren gleichsam untergeordnet, so wie sich auch manches an ihm getadelte durch die Geschichte, wenn nicht schon immer, rechtfertigen, doch wenigstens sehr oft entschuldigen lässt. Ehe er nach Ägypten ging, schloss er sich in die sibyllische Höhle ein und deckte sich die Vorzeit auf und bestimmte die Nachzeit nach dem Vorbilde der Vorzeit. Daher die Zuversicht, womit er entwarf, und die Entschlossenheit, womit er ausführte. Damals schon wagte ich es, einen der großen Männer, der sich fortdauernd als Schutzgeist von Deutschland bewähret, auf diese Reise aufmerksam und mit Rücksicht auf die Geschichte Vorschläge zu machen, wovon ich nicht weiß, ob sie Eingang gefunden und sind ausgeführt worden oder schon nicht mehr ausführbar waren. Zitat Ende von Seite 499 folgende: Müller schildert hier eine okkulte Einweihung, die Napoleon vor dem Ägyptenfeldzug 1798 erfuhr. Eine solche Einweihung in die Mysterien soll vor 2300 Jahren auch Alexander der Große in der antiken Orakelstätte Oase Siva im heutigen Ägypten erfahren haben. Dies war der Auftakt seiner angeblich östlichen Eroberungen, beginnend mit Ägypten. Siva erinnert an die weise, weissagende Frau, die Sibylle. Entsprechend schreibt Müller an anderer Stelle, dass auch die antiken Söldlinge Homer und Vergil, Zitat, in die Geheimnisse der Zeit eingeweiht waren, davon zeugt ihre genaue Bekanntschaft mit den sibyllischen Weissagungen. Zitat Ende. Seite 243. Die sogenannten großen Männer der Weltgeschichte knüpfen demnach an das ursprüngliche Wissen der weisen Frauen an und benutzen das dann in ihrem manipulierenden Sinne. In der Gegenwart spricht man im modernen Englisch vom Looking Glass mit dem man sich die Vergangenheit erschließen kann und auch Blicke in die Zukunft unternimmt. Über diese Technik dürfte bereits auch Napoleon verfügt haben. Die Tragik nahm ihren Lauf. 3. Edwin Johnson, 1842 bis 1901. In England betätigte sich auch der berühmte Isaac Newton als Geschichtskritiker. Eingehen möchte ich hier jedoch auf den englischen Philologen und Historiker Edwin Johnson. In seinem Werk Der Aufstieg der englischen Kultur Teil 1 und die Paulusbriefe kommt er zu dem Ergebnis, dass in England vor dem Jahr 1533 keine sicheren Quellen in Hinsicht auf den christlichen Orden der Benediktiner und das Christentum überhaupt bestehen. Das ist eine erstaunlich späte Zahl, 16 Jahre nach dem Thesenanschlag Luthers. Was bedeutet das in Konsequenz? Johnson untersuchte insbesondere die Geschichte der Benediktiner und kürzt dessen Ordensgeschichte um einige Jahrhunderte. Zitat von Seite 120. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts war die Bibel nur in Form von kurzen Lesungen oder Einzelschriften bekannt. Und über die Benediktiner, zitiert von Seite 73 folgend. Das ganze Geheimnis der Literatur beruht auf ihnen. Sämtliche die Bibel erläuternde Literatur wurde im 16. Jahrhundert langsam zutage gefördert. Wenn wir uns zunächst auf das Jahr 1500 festlegen, welches grob die veröffentlichte Literatur von der vorherigen geheimen Literatur scheidet, können wir nicht bedeutend daneben liegen. Zitat Ende. Diese so bezeichnete vorherige geheime Literatur ist der von Johnson noch unbewusste Verweis auf die verschollenen Kulturen der Frauenberge auf Tartaria oder andere Bezeichnungen des eigentlichen tatsächlichen Geschichtsverlaufs. Historiker wie Ranke und Lobin, die sich mit der Literatur des frühen 16. Jahrhunderts beschäftigten, haben darauf hingewiesen, dass es Skeptiker in den Reihen der Kulturschaffenden gab, die bestritten, dass die kirchliche Geschichte auf einem echten Zeugnis beruht und behaupteten, dass sie lediglich eine Erfindung heiliger Trickserei ist. Zitat Ende. Aus diesem Grunde hat wohl Hadouin seine Teilaufdeckung auf den Weg gebracht. Es gab Zeitgenossen im 16. Jahrhundert, die den Schwindel durchschauten. Deren Zeugnisse haben unsere Gegenwart nur leider nicht erreicht. Ein Grund dafür ist das Monopol des Buchdrucks. Zitat von Seite 128 Erst 200 Jahre nach Einführung der Druckerpresse wurde die benediktinische Literatur erstmals mit kritischen Ansichten konfrontiert. Es folgen weitere Zitate von Edwin Johnson, auch für die weltliche Geschichte. Die lateinische und griechische Kultur begann erst Ende des 15. Jahrhunderts und dies auch nur sehr langsam. Wenn man die Methode der Mönche einmal verstanden hat, erkennt man hier ein indirektes Bekenntnis bezüglich der von mir festgestellten Tatsache, der gemäß die Kirche zum Zeitpunkt der Wiederentdeckung der Schriften, also der Renaissance, keinerlei Literatur besaß, woraus die Notwendigkeit entsprang, diese zu konstruieren und zu behaupten, es wären Schriften alter griechischer und lateinischer Schreiber. Zitat Ende. Mit meinen Worten. Statt der angeblichen römischen und griechischen Antike gab es eine Kultur, in der die weiblichen Werte gemeinschaftsbildende Vollmacht ausübten. Um davon abzulenken, wurden ganze römische und griechisch-byzantinische Kaiserreihen erdacht, Völker und Schlachten erfunden, eine fantastische Chronologie aus Frankreich erstellt, die bis heute unsere Bildungseinrichtungen beschäftigt. Johnson war ein guter Kenner Harduers. Müller dagegen schien er nicht zu kennen. Das ist ein weiterer Grund, auf Müller besonders hinzuweisen bringen wir nach Jesuiten und Benediktinern einen dritten Orden ins Spiel. Johnson schreibt auf Seite 125, Luther selbst war ein Augustinermönch und einst als Bruder Augustinus bekannt. Die Samen der Ketzerei wurden von den Mönchen, Ordensbrüdern und dem Kanon selbst ausgesät. Hier erkennen wir den Grund, warum Hadua die Kirchenväter als unecht klassifiziert, denn Augustinus war ein bedeutender Kirchenvater. Immer wieder ist zu beobachten, teile und herrsche, behalte die Kontrolle über alles, was geschieht. Wenn sich also der Jesuit mit dem Benediktiner Lacrosse öffentlich streitet, so sind das innerchristliche Konfessionsstreitigkeiten der verschiedenen Orden, die somit beide von der Frauenkultur ablenken. Eine zentrale Kirche, der sich die Orden fügten, ist offenbar erst später entstanden. Peter Franz Josef Müller und Edwin Johnson sind gegenüber Hardware freie Forscher. Johnsons Buch erschien erst 2020 in deutscher Übersetzung. Müller wurde erst 2023 wieder zugänglich. Wenn Martin Luther als Bruder Augustinus bekannt war, wie Johnson schreibt, dann steckt der Schöpfer der lutherischen Schriften mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch hinter Augustinus der viel zu früh im 4. und 5. Jahrhundert gelebt haben soll. Vor Luther und vor Augustinus steht dann noch in ähnlichem Geist Paulus, der als Apostel gilt. Es gibt eine niederländische Schule von Gelehrten, die vor Johnson die weltberühmten Briefe des Paulus als Fälschungen ansah. Siehe dazu Hermann Detering, der gefälschte Paulus, das Urchristentum im Zwielicht, Düsseldorf 1995 darin greift Deterin auf ein früheres Werk von Edwin Johnson zurück, Antiqua Mater, London 1887. Der Titel zu Deutsch Alte Mutter erschien etwas vor dem oben zitierten Werk Johnsons. Es zeigt dessen Suche nach den Ursprüngen des Christentums. Zwei wichtige Ergebnisse sind schon darin. Jesus und auch Paulus sind keine historischen Persönlichkeiten. Detering kennt auch Hadua und äußerte 2014 in seinem Buch über Augustinus auch seine Zweifel an einem historischen Augustinus. Das Buch mit dem Titel O du lieber Augustin, falsche Bekenntnisse, dieser Titel ist eine Anspielung oder knüpft an an die Schrift des Aurelius Augustinus, die erst viele Jahrhunderte später von einem Humanisten geschrieben wurden. Zu diesem Themenkomplex schrieb auch Wilhelm Kammeier, auch im 20. Jahrhundert, sein Buch Die Fälschung der Geschichte des Urchristentums. Auf einem der letzten Bilder des Humanisten Albrecht Dürer porträtierte er auch Paulus. Paulus war wohl, gemäß seinem Blick, literarisch der wichtigste Apostel überhaupt. Und man könnte den Eindruck gewinnen, dass Dürer den Schreiber der Paulusbriefe persönlich kannte. Nochmal Johnson zitierend, Seite 152. Die Benediktiner waren begeistert von den Pseudowissenschaften der Naturmagie. Sie machten den großen Trithemius zu einem Praktiker dieser Künste, als deren Prototypen die drei Könige aus dem Osten im Evangelium auftreten. Von links nach rechts: Johannes, Petrus, Markus und Paulus. Unser vierter Chronologiekritiker ist biografisch noch weniger fassbar als Müller. Wir wissen kaum etwas über ihn. Was wir besitzen sind seine wenigen Schriften, die in nur sehr wenigen Archiven noch vorhanden sind. In der Erkenntnisrichtung ähnlich wie Müller kommt der Philologe, der an der Universität in Basel nach Friedrich Nietzsche gewirkt haben soll, zu folgendem Ergebnis. Zitat Ziehen wir die Schlüsse. Die durch weite Zeiträume getrennten Homer, Aeschylus, Sophokles, Pindar, Aristoteles sind etwas näher zusammenzurücken, sie sind wohl alle Kinder eines Jahrhunderts. Ihre Heimat ist aber gewiss nicht das alte Hellas, sondern das Italien des 14. und 15. Jahrhunderts gewesen. Unsere Römer und Hellenen waren die italienischen Humanisten. Noch einmal die auf Papyrus und Pergament geschriebene Geschichte der Griechen und Römer durchweg, die auf Erz, Stein etc. geschriebene zum großen Teil eine geniale Fälschung des italienischen Humanismus. Aber das ist nur die eine Seite des Humanismus. Sein zweites großes Werk ist die Aufzeichnung, das heißt Fälschung der Bibel, des Alten wie des Neuen Testamentes und diese beiden Fälschungswerke ließen ein drittes entstehen, die Fälschung der ganzen frühmittelalterlichen Quellenliteratur. Planmäßig systemisch erdichtet, erfunden, ist die ganze Geschichte der europäischen Völker von Anfang bis ins 13. Jahrhundert, verfälscht bis in die Zeit der Reformation. Der italienische Humanismus ist keine rezeptive Zeit gelehrten Sammeleifers gewesen, sondern eine Welt der ureigensten, produktivsten, ungeheuersten geistigen Tätigkeit. Über ein halbes Jahrhundert ist die Bahn gegangen, die er gewiesen hat. Das Christentum hat bis ans Ende des 13. Jahrhunderts nur in der Tradition bestanden, in der Tradition, die durch die Welt germanischen Götterglaubens tief beeinflusst war, und aus dieser mit heidnisch-germanischen Elementen durchsetzten christlichen Tradition schöpften die italienischen Bibelschriftsteller. Diese Behauptungen klingen abenteuerlich, mehr als seltsam, aber sie lassen sich beweisen. Einige der Beweise liegen hier vor, andere werden folgen. Sie werden folgen, bis der Humanismus in seinem innersten Wesen erkannt ist. Töricht wäre es, über die vorliegenden Thesen zur Tagesordnung überzugehen. Es gibt mehr Ding im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio. Shakespeare. Zitiert aus Historie und Kritik. Seite 97 bis 99. Friedrich Nietzsche starb am 25. August 1900 in Weimar. Baldaufs Werk Historie und Kritik, aus dem eben zitiert wurde, wird auf Mai 1902 datiert. Nietzsche widmete der sogenannten Historie, man beachte die gleiche Formulierung, eine eigene Schrift im Jahre 1874. In der zweiten seiner vier unzeitgemäßen Betrachtungen, zweites Stück, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Am 12. Mai 1887 schreibt er in einem Brief an Malvida von Meisenburg, Es liegt in der unbeschreiblichen Fremdheit und Gefährlichkeit meiner Gedanken, dass erst sehr spät und gewiss nicht vor 1901 die Ohren sich für diese Gedanken aufschließen werden. Das Zitat ist aus dem Brief heraus nicht auf die Philologie bezogen, doch ist hier die Jahreszahl 1901 bedeutsam. Sie liegt in der Mitte von Nietzsches Tod 1900 und Baldaufs Buchherausgabe 1902. Wenn sich Nietzsche hinter Baldauf verbergen sollte, dann liegt es angesichts dieser Naherwartung Nietzsches auf der Hand, wenn Nietzsche seine heimlichen philologischen Texte bald auf benennt. Etwa im Sinne des Bergmanns großes Glück auf. Auch der Bergmann arbeitet im Verborgenen unter der Erde. Dass Nietzsche angefeindet wurde, war ihm klar. Unter Feinden. Dort der Galgen, hier die Stricke und des Henkers roter Bart. Volk herum und giftige Blicke. Nichts ist neu dran meiner Art. Ich kenne dies aus hundert Gängen, schreis euch lachend ins Gesicht, unnütz, unnütz mich zu hängen, sterben, sterben kann ich nicht. Bettler ihr, denn euch zum Neide ward mir was ihr nie erwerbt. Zwar ich leide, zwar ich leide, aber ihr, ihr sterbt, ihr sterbt. Auch nach hundert Todesgängen bin ich Atem, Dunst und Licht. Unnütz, unnütz mich zu hängen, sterben, sterben kann ich nicht. Nietzsches Werk Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik erschien bereits 1872 und gilt als sein erstes bedeutendes Werk. Für unseren Kontext ist es interessant, dass sich der junge Professor für Philologie hier bereits von dieser wissenschaftlichen Philologie distanzierte. Das ist wichtig, denn Nietzsche wollte seinen Namen spätestens nach seinem Ausscheiden aus der Universität Basel 1879 nicht mehr mit Philologie in Verbindung gebracht wissen. Nietzsche war der Welt dieser Wissenschaften entrückt. Wer in seinem Herzen die Zitat Umwertung aller Werte trägt, wer in der Treue zu diesem Programm die Freundschaft seines Lebens, Richard Wagner, fahren lässt, er kann sich nicht als ein Professor, der Staatsgehalt bezieht, unterordnen. Das wäre ja noch weniger als Bayreuth. Das ist der psychologisch entscheidende Punkt, geradezu die Notwendigkeit des Erscheinens von Baldauf. Bald auf das Jahr 1902 zu sollte ein anfängliches Verständnis für die künstliche Geschichte Europas erwachen, so hoffte Nietzsche. Können wir davon ausgehen, dass Historie und Kritik bereits 1879 vorgelegen hatte? Nietzsches Sprengkraft war in seinem Selbstverständnis gewaltiger, weit umfassender als eine Revolution in einer der Wissenschaften, der Philologie. Ein Zarathustra lebt der Sonne näher. Zur Veranschaulichung ein paar Nietzsche Worte aus der letzten Schaffenszeit, wie er sich selber in unsere Geschichte verortete. In einem Brief an August Strindberg vom 8.12.1888 schrieb er, Ich bin stark genug dazu, die Geschichte der Menschheit in zwei Stücke zu zerbrechen. Oder im gleichen Kontext dessen, der tatsächlich das Schwert bringt und wirklich brachte. Ich kenne mein Los. Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen, an eine Krise, wie es keine auf Erden gab an die tiefste Gewissenskollision, an eine Entscheidung heraufbeschworen gegen alles, was bis dahin geglaubt, gefordert, geheiligt worden war. Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Das Buch Die Kultur der Frauenberge stellt Ludwig Klages und Friedrich Nietzsche als Freunde der Frauenkultur dar. Klages widmete seinerseits neben Goethe auch Nietzsche eines seiner seelenkundlichen Bücher. Alle drei waren kritisch zum Christentum und hatten einen Zugang zu der naturverbundenen Kultur der Frauenberge. In der Persönlichkeit Nietzsches trifft sich dessen Betonung des lebensfreudigen, dionysischen mit der Geschichtskritik, falls er hinter Baldauf stehen sollte. Wegen seiner großen Bedeutung wurde Nietzsche sehr wahrscheinlich vergiftet und starb einen langsamen, dahinsiechenden Tod überblicken wir unsere vier kritiker so können wir feststellen hardouin gehörte trotz seiner offenbar notwendigen aufdeckungen zur clique zu den verschwörern sonst würde er auch kaum unter ludwig dem dem vernichter deutscher kultur eine solche hohe stellung inne gehabt haben dann haben wir einen ehrlichen englischen forscher und zwei ehrliche deutsche forscher und bei einem von beiden könnte sich friedrich nietzsche dahinter verbergen ohne die Kenntnis dieser Zusammenhänge ist es fast unmöglich, unsere jüngere Geschichte in der Tiefe zu verstehen. Abrundend sei noch auf einen Kongress hingewiesen, der von Historikern des Mittelalters, den Mediavisten, 1986 in München zu den anerkannten Geschichtsfälschungen stattgefunden hat. Darin wurde ganz offiziell dokumentiert, dass bis zu 70% der mittelalterlichen Quellen Fälschungen sind. Da war Jean Hardouin vor 330 Jahren schon wesentlich weiter in der Erkenntnis. Unsere Gegenwart wird uns nun die Möglichkeiten geben, aus dem Nebel der Geschichte wieder herauszufinden. Die Vier Kritiker Jean Hardouin, Peter Franz Josef Müller, Edwin Johnson und Robert Baldauf, das sind diejenigen, an denen man geschichtlich erkennen kann, wie alt und wie groß das Problem der Geschichtsfälschung tatsächlich ist. Doch es gibt noch weitere Faktoren, an denen wir erkennen können, dass es sich um ein künstliches Konstrukt handelt. Zum Beispiel, was ist von den Datierungsmethoden zu halten? Oder, wie verhält es sich mit den drei historischen Sprachen Griechisch, Hebräisch und Lateinisch? Wie alt sind sie wirklich? Was sagt eigentlich der gesunde Menschenverstand zu einem 2000-jährigen Abstand zu dem antiken Geschehen, zu welchem ja auch das Wirken Jesu gehört? Und gibt es ein Erkennungszeichen der Fälscher, das sich durch die Jahrhunderte zieht? Darum geht es im Folgenden. Baldorf schrieb, bis der Humanismus in seinem innersten Wesen erkannt ist. Baldorf schildert den Humanismus als eine zwar geniale, doch verlogene Bewegung. Dieser zentrale Satzteil gibt mir die Möglichkeit, von dem Bezug der Frauenberge zu den Humanisten überzuleiten. In Wirklichkeit waren die Humanisten die Vollstrecker und Zerstörer der Frauenberge von Güte, Wahrheit und Wohlwollendem Miteinander und nicht die großen Gutmenschen, als die sie allgemein gelten. Betrachten wir einige der vielen Humanisten, die sehr bekannt geworden sind. Erstens, der katholische Domherr und Humanist Nikolaus Kopernikus lebte angeblich 1473 bis 1543. Die Zahlen sind nicht verlässlich. Er wirkte in Ostpreußen in der Stadt Frauenburg im dortigen Dom. Der Dom ist Maria geweiht und in ihm sind die drei heiligen Frauen in der christlichen Veränderung als Margareta, Katharina und Barbara abgebildet. Seine Lehre trug dazu bei, den Blick von der Erdenmutter und von uns selber abzuwenden. Er weckte tatsächlich im Sinne der Kirche. Hier sehen wir den Frauenburger Dom im ehemaligen Ostpreußen. Innen sind die drei Frauen zu sehen. Zweitens. Die Familie des Humanisten Ulrich von Hutten. Er lebt angeblich 1488 bis 1523 hatte südwestlich der Stadt Fulda gleich vier Burgen an dem Frauenberg in Alten Gronau im Spessart. Er dürfte unter anderem der Erfinder von Hermann dem Kerusker, Arminius, sein, um ein neues Nationalbewusstsein zu entfachen, das auf der Geschichtsfälschung aufbaut. Die Abbildung zeigt den Frauenberg Alten Gronau in Hessen mit vier Burgen der Familie von Hutten. Drittens. Die Freunde und Humanisten Albrecht Dürer, der lebte angeblich 1471 bis 1528, und Willibald Pirkheimer, der lebte angeblich 1470 bis 1530. Die wohnten in Nürnberg direkt unter der Kaiserburg mit dem Kirchenpatrozinium der heiligen Walburgis. Der Kollege des in Teil 1 vorgestellten Volkskundlers Friedrich Panzer Ernst Ludwig Rochholz. Der erkannte in Walburgis eine der drei Göttinnen, die hier deutsche Namen tragen, Verena. Daraus wurde die antikisierte Venus Walburgis und Gertraud, die weibliche Drude. Das Nürnberger Wappen zeigt neben dem Doppeladler auch den sogenannten Jungfrauenadler. Hier sehen wir den wappen des Nürnberger Stadtwappens um 1700. Nürnberger Wappen, der Jungfrauenadler. Der untere Teil erinnert an das Blattwerk des grünen Mannes. Noch ein weiterer Jungfrauenadler, auch Harpye, alt Arpia oder Arpe genannt. Ein Mischwesen aus Adler und Frau. Vergleiche dazu auch das Wappen von Ostfriesland. Dürers Anfangsbuchstaben A, D, die seine Bücher schmücken, entsprechen auch der christlichen Jahreszählung anno domini, A.D. Nur ein Zufall? Die Stadt Nürnberg liegt zu Füßen der sogenannten Stauferburg, da war die Frauenkultur noch lebendig. Diese Zeit war eher um 1500 statt um 1200. Viertens, den katholiken und anerkannten Geschichtsfälscher Abt Johannes Tretemius er lebte angeblich 1462 bis 1516, den halte ich für den bedeutendsten Humanisten überhaupt. Er lebte und wirkte in und für Franken und war erst ein wesentlicher Wegbereiter der Verschwörer. Die angegebenen Jahreszahlen dürften tatsächlich jünger sein. Der Franzose Voltaire schrieb in seinem Buch über die Jungfrau von Orléans, im achten Kapitel, diese sei eine Erfindung des Trithemius. Für mich durchaus nachvollziehbar, denn mir erscheint er auch als Gestalter der sogenannten ersten deutschen Ärztin Hildegard von Bingen die angeblich lebte von 1098 bis 1179. So wie sie uns überliefert wird, kann sie nicht gelebt haben. Allerdings boten die Frauenberge zahlreiche wissende Frauen auf, die jedoch nicht christlich orientiert waren und als Vorbild dienten. Hildegard lebte angeblich lange vor der Begründung des Katholizismus, der erst durch den Humanismus in der Renaissance entstand. Sie kämpfte gegen die Katara, die wir nur durch ihre Vernichter kennen. Ein Zitat von M. M. Bach, 2003, Seite 460. Er, dieser führende Mann der Wissenschaft drückt die richtungsgebende Bedeutung des Trithemius so aus. Zitat In der Tat steht Trithemius als einflussreicher, wenn auch schillender Popularisator Hildegards, unerreicht in seiner Zeit. Er war... Und das gilt trotz seiner mitunter frei interpolierenden Art der Geschichtsschreibung, der bedeutendste Vermittler Hildegards an der Wende vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit. Zitat Ende. Als letztes Beispiel nenne ich den Humanisten Konrad Keltis. Auf dem linken Bild überreicht die sogenannte älteste deutsche Schriftstellerin, Roswitha von Gandersheim, sie lebte angeblich im 10. Jahrhundert, Kaiser Otto ihre Werke. Auf dem rechten Holzschnitt überreicht Konrad Keltis dem Kurfürsten Friedrich von Weisen von Sachsen die 1501 von ihm herausgegebenen Werke der Roswitha von Gandersheim. Beide Arbeiten stammen aus dem gleichen Jahr 1501 und wurden vom in Anführungszeichen Humanisten-Kollegen Albrecht Dürer angefertigt. Das linke Bild ist eine bewusste Fälschung, da es die ottonische Epoche so gar nicht gegeben haben kann. Das rechte Bild dürfte echt sein. Zwischen beiden Ereignissen sollen angeblich 500 Jahre liegen. Also eine Zeitdehnung, um eine vorgetäuschte Geschichte zu suggerieren. Zu diesem Beispiel gibt es wertvolle Arbeiten. Schon im Jahr 1867 trat der Historiker Josef Aschbach mit der These hervor, die gefeierte Dichterin Roswitha habe nicht gelebt und ihr vermeintlicher Wiederentdecker, nämlich Konrad Keltis, sei tatsächlich ihr Erfinder. Diesen Sachverhalt hat Alfred Tamerl 1999 mit weiteren Belegen eindeutig bestätigend klargestellt. Die Frage stellt sich, warum männliche Humanisten ausgerechnet bedeutende Frauen erfinden, wo doch scheinbar alles fest in Männerhänden lag. Die vermeintliche Antike mit ihren frauenverachtenden Philosophen wie Aristoteles, der sagte, die Frau ist eine Missgeburt, aber eine, die häufig vorkommt, genauso wie das angebliche Mittelalter mit Thomas von Aquin, der sagte, die Frau ist ein verfehlter Mann, seiner Zeit Aristoteles zitierend, der in Frauen, wenn überhaupt, nur Menschen zweiter Klasse sah. Die Quelle für sogenannte antike und mittelalterliche Autoren ist tatsächlich in der Zeit der Renaissance zu finden. Dieser rückwärts gerichtete Begriff erinnert doch sehr an unseren gegenwärtigen Reset. Dahinter steht das gleiche Interesse wie im Humanismus. Auch die angebliche Reformation und die verschiedenen Revolutionen wurden von dieser Clique angezettelt. Stets ging es, wie bei der Corona-Inszenierung, darum, die Menschen zu entmachten und nun zu Transhumanisten, zu seelenentleerten Hörigen zu formen. Die Humanisten waren die Vollstrecker. Wirklich kennengelernt hat Konrad Keltis, ein wegweisender führender Humanist, nur die Dirne. Zitat von ihm, Nichts Schöneres gibt es unter der Sonne als eine freundliche Maid zur Sorgenbrecherin geschaffen. Warum also wurden so bedeutende Frauen erfunden? Die hohe Stellung der Frau vor dem Renaissance-Humanismus war so allgemein angesehen, dass ein zu plötzlicher Wechsel in die einseitige Weltanschauung der männlichen Geheimgesellschaften selbst für diese unmöglich erschien. Daher erklärt sich auch die so große Beliebtheit der dann Maria genannten weiblichen drei heiligen Frauen. Im folgenden Bild ist die Ablösung der Beten durch Maria ahnbar. Marienkirche Ortenburg, Hessen, nahe dem dortigen Frauenberg, angeblich um 1420. Die drei Frauen mit ihren langen rotbraunen Haaren knien mit ihren Kronen im Heiligenschein vor Maria. Dieses Sippenbild erinnert mit den Kindern an das Matriarchat in Deutschland vor 1500. Die Kirchendecke zeigt Heilpflanzen der Frauenberge sowie Sonne und Mond. Konrad Keltis selbst war es, der diese Männerbünde mit geschaffen hatte. Sie tragen in der Schulwissenschaft den Namen Sodalitäten und berühren nur die Oberfläche des eigentlichen Hintergrundgeschehens. Ihre Aufgabe war es, von der teutonisch-teutsch-tarischen Kultur der Frauenberge abzulenken und nun ein judeo-christliches, neues, qualitativ viel ärmeres, stets im Kriege verwickeltes Deutschland an dessen Stelle zu setzen. Das sogenannte Kloster Disibodenberg der Hildegard von Bingen stand tatsächlich auf einem Frauenberg. Der angebliche Eigenname Disi-Bord ist nur vorgeschoben. Die Dissen waren heilkundige weise Frauen, Disi-Berg gleich Frauenberg. Und die Mitte des Wortes Boden könnte sich bestätigend auf die heiligen drei Frauen beziehen, wie auch die Stadt Willebad Essen, die vor der uns falschen Geschichtsschreibung allgemein vertraut war die drei Beten Ambet Wilbet und Borbet 50 Kilometer Luftlinie vom Disibodenberg sind die drei Beten im Dom zu Worms zu sehen hier noch einmal ihre Häupter Die drei heiligen Sprachen hebräisch griechisch und latein In seinem Buch Meine Ansicht der Geschichte hat Peter Franz Josef Müller dargelegt warum es sich bei der sogenannten griechischen und römischen Antike um Erfindungen, Märchen handelt. Wie verhält es sich dann mit den Sprachen dieser vermeintlichen antiken Völker? Dazu schrieb Müller ein weiteres und noch umfangreicheres Werk im Jahr 1815, die Ursprache. Zu Griechisch und Latein gehört auch Hebräisch als angeblich alte Sprache. Denn das behauptete christliche Mysterium soll sich in der sogenannten Zeitenwende aus dem Judentum heraus entwickelt haben. Palästina soll dabei unter römischer Besatzung gestanden haben. Damit gehört auch das angebliche Alte Hebräisch zu den beiden sogenannten antiken Sprachen dazu. Wie kamen diese Sprachen nun in die Welt? Im angeblichen Jahr 1530 soll der französische König Franz I. in Paris das Collège de France gegründet haben. Dieses war dem jungen Humanismus verpflichtet. Dessen Aufgabe war es, die Sprachen Hebräisch, Altgriechisch und klassisches Latein bekannt zu machen, den Umgang damit zu pflegen und damit eine sprachliche Basis für die geschichtliche und auch chronologische Weltanschauung, die falsche Matrix, zu erschaffen. Offenbar war diese Neuerung sehr umstritten, denn die Pariser Universität, die Sorbonne, hat das Lehren dieser Sprachen ein Jahr zuvor, 1529, verboten. Warum sollte sie das tun, wenn die Sprachen doch allgemein als alt anerkannt gewesen wären? Es gab zu der Pariser Gründung einen Vorläufer in Löwen, einer Stadt östlich von Brüssel. Die Dreiheit dieser Sprachen wurde sogar namengebend, wie Wikipedia bestätigt. Das Collegium Trilingue oder Collegium Trium Linguarum, das war eine Einrichtung der frühen Neuzeit von 1518 bis 1797 zum Studium der drei heiligen Sprachen, Hebräisch, Griechisch und Latein, und befand sich in Löwen. Nicht nur namengebend, sondern sogar heilig. In diese drei jungen Sprachen wurde das ebenso dreigliedrige Narrativ der erfundenen Religionen gelegt. Judentum, Christentum, Islam. Zu heiligen Religionen, beziehungsweise aus christlicher Sicht zu der heiligen Religion, gehört auch das Leben beziehungsweise Sterben Jesu am Kreuz, wie es weiter heißt. Das christliche Konzept der Tres Linguae Sacrae, drei heilige Sprachen, Tres Linguae Sapientales, drei Sprachen der Weisheit oder Tres Linguae drei herausragende Sprachen, bezeichnet die hebräische, die griechische und die lateinische Sprache und leitet sich vom Titulus Inri am Kreuz Christi her, von dem das Evangelium des Johannes in Johannes Kapitel 19, Vers 20, berichtet, dass Pontius Pilatus ihn in drei Sprachen schreiben ließ. Pontius Pilatus hat also dem Collège de France schon vor 1500 Jahren zugearbeitet. Wie praktisch! Also, die niederträchtigen Fälscher verbinden ihre heiligen Sprachen mit dem Heiligen direkt, mit Jesus. Daran ahnen wir wiederum, wie viel Wahrheitsgehalt zumindest die Datierung des Mysterium von Golgatha nach Rudolf Steiner tatsächlich haben dürfte. Wir schreiben das 16. Jahrhundert. Es erinnert mit Verlaub an die Identitätsausweise, die Terroristen am Tatort zurücklassen und dadurch alle Welt sogleich weiß, wer die Täter sind. Doch betrachten wir nach dem geschichtlichen Rahmen die drei Sprachen direkt. Greifen wir wieder zu Müllers Buch Ursprache. Wäre das Hebräische so bedeutsam alt und göttlich, wie es immer wieder heißt, dann wäre es nicht nur in der Bibel zu finden, sondern weltweit. Das ist aber nicht der Fall. Zitat von Seite 7 folgend: Die hebräische Sprache ist dabei nicht nur unvollkommen, sondern auch so arm und rätselhaft, dass sie unmöglich Volkssprache hat sein können. Es ist vielmehr zu glauben, dass, so wie alle jüngeren Sprachen, mit Ausnahme der lateinischen, Infolge von Losreißungen vom Urstamm zur Abzeichnung und um auf diese Weise die Wiedervereinigung zu erschweren und unmöglich zu machen, entstanden sind. Also auch die Hebräische zum Gebrauch der Genossen des Alten Bundes und zur Verheimlichung ihrer Befreiungspläne anfänglich in einzelnen Bruchstücken ist ersonnen und allmählich mehr erweitert und ausgebildet, aber nie vervollkommnet und, wie die Geschichte selbst gesteht, erst in den mittleren Zeiten nach dem Vorbilde ihrer Schwester, der arabischen, und nach dem Muster der schlechten griechischen Sprachlehre grundsätzlich ist bearbeitet worden. Die hebräische Schreibweise sei, Zitat, wieder natürlich von der rechten zur linken Hand mit Zeichen geschrieben, die von den Buchstaben fast aller anderen Sprachen höchst verschieden, sehr unbestimmt und höchstwahrscheinlich auch so gar alt nicht sind da man sich zu vielen hebräischen Handschriften der Deutschen ohne Zweifel der sogenannten gotischen Buchstaben bedient hat. Zitat Ende. Müller deutet an, dass die hebräische Sprache eher den Charakter einer Geheimsprache habe, die nur den Verwendern derselben wirklich verständlich sein soll. Nochmal zitierend von Seite 12 Noch unverkennbarer führt die griechische Sprache, über deren Aussprache man noch gar nicht einig ist, Überall das Gepräge der jüngeren Erfindung. Es ist sehr zu bezweifeln, dass sie Volkssprache gewesen, und ich stimme mit der innigsten Überzeugung dem Engländer Monboddo (1714–1799) bei, der die Erfinder derselben für eine Gesellschaft von Weisen und gründlicher Sprachforscher hält. Zitat Ende. Die lateinische Sprache hält Müller für die deutlich älteste der drei Sprachen. Sie wurde schon im deutschen Urreich verwendet. Zitat. Diese neue Sprache wurde Lingus Latina, die Sprache der Edlen im engeren Sinne, nach dem Vorbilde der deutschen Tsodiska oder die Odische, das heißt der Edlen im weiteren Sinne genannt, in dem Ed ebenso das Wurzelwort von Odisch als von edel darstellt also auch durch die deutsche Sprache eine Edelsprache und durch das deutsche Volk ein Edelvolk bezeichnet wird. Zum Beweise des vormals einen Volkes dient unverkennbar, dass die deutsche Sprache für Gens, Natio, keine Wörter hat und also das Ganze als ein Volk betrachtete. Denn das Wort Völkerschaft ist unstreitig jüngeren Datums. Weiter zitierend. Wollte man auch nicht zugeben, dass bei der Ankunft des Aeneas die jetzt sogenannte deutsche Sprache die Volkssprache Italiens gewesen, so wird man doch wenigstens die lateinische dafür annehmen. Wenn also Latinus bei dem Frieden mit Aeneas die Fortdauer der bisherigen Sprache ausbedung, so folgt doch wohl notwendig, dass die Sprache des Aeneas nicht die lateinische gewesen sein könne. Aeneas war ein troischer Fürst, aber welche eigentlich die Sprache von Troja gewesen, Davon schweigt die Geschichte. Nur dass Strabo eine Anzahl Eigennamen anführt und daran die thrakische Sprache erkennt. Zitat Ende. Auch die lateinische Sprache könne wegen ihrer Wortarmut keine Volkssprache gewesen sein. Immer wieder ist es köstlich, dem Wortlaut Müllers zu folgen. In Hinsicht auf einen der in Anführungszeichen klassischen Schriftsteller, die er pauschal ausnahmslos als Söldner im Dienst der Fälscher betrachtet, heißt es: Zitat, so wie Lucrez, nachdem Rom schon 700 Jahre gegründet war, den Sprachvorrat für seinen Stoff unzureichend fand und daher mit Kühnheit neue Wörter bildete, das heißt aus der deutschen Ursprache plünderte ebenso verfuhr jeder Dichter und überhaupt jeder Schriftsteller Zitat Ende aus Ursprache Seite 34 folgend Auch unabhängig von Müller und vor ihm meldeten sich kritische Stimmen zu Wort die von einer deutschen Ursprache schrieben etwa Justus Georg Schottelius mit seinem 1663 erschienenen Werk ausführliche Arbeit von der deutschen Hauptsprache oder Johann Augustin Egenolf mit seiner Historie der deutschen Sprache 1735. Es erschienen auch sprachvergleichende Werke etwa von Franz Christoph Frenzel mit dem Titel Über die Verwandtschaft zwischen der griechischen und deutschen Sprache 1825 und einiges anderes mehr. Den Gesamtüberblick verschafft uns Peter Franz Josef Müller mit seinem Hauptwerk Meine Ansicht der Geschichte. Was sagt eigentlich der gesunde Menschenverstand zu der Zumutung, dass das Christentum um die Zeitenwende vor 2000 Jahren entstanden sein soll? Betrachten wir ein beliebiges Bild aus der sogenannten Renaissance um die Zeit von 1500, in Anführungszeichen nach Christus, sei es das berühmte Abendmahl von Leonardo da Vinci, sei es Raphaels Schule von Athen, mit den angeblich noch älteren Gestalten Platon und Aristoteles. Oder Raffaels berühmte sixtinische Madonna. Oder sei es das mitbekannteste Gemälde der Weltgeschichte, Michelangelos Erschaffung Adams, dessen zentraler Mittelteil bezeichnet den auf den Menschen bezogenen Ausgangspunkt der Bibel. Ob es um das Alte Testament, Michelangelo, ob es um das Neue Testament, Leonardo da Vinci, oder ob es um die griechische Antike, Raphael, geht, das jeweils gemalte Geschehen liegt Tausende von Jahren zurück. Beim Alten Testament um die 3000 bzw. 6000 Jahre mit der Erschaffung Adams und Evas am 23. Oktober 4004 v. Christus. Der postmoderne Mensch wird ein solches Datum belächeln, er lacht aber nicht bei den anderen vermeintlichen, antiken oder gar vorantiken Ereignissen. Kann so etwas der Wirklichkeit entsprechen? Die Zumutung dabei besteht in Folgendem. Warum malen nahezu alle Künstler im 15. und 16. Jahrhundert, als wären sie von einer höheren Dimension aus wie gleichgeschaltet, das gleiche Thema? Themen der jüdischen Religion, Themen der christlichen Religion und am Rande auch der damit verschachtelten Antike. Die angeblichen Gemälde aus der Zeit davor sind so gering, dass sie bei der Fragestellung vernachlässigt werden können. Und warum malen die Künstler Dinge, die so lange vor ihrer Lebenszeit liegen? Wie kann das sein? Hier handelt es sich um einen Anachronismus, ein Auslaufmodell erster Klasse. Von allen diesen Dingen wissen wir durch die Zeit der Renaissance, die Zeit der sogenannten Humanisten. Für unvoreingenommene Menschen, auch für Kinder, wäre die Schrägheit einer solchen Anschauung augenscheinlich. Sie würden fragen, warum Zeitgenossen solche alten Dinge gestalten, womit alle Kirchen gefüllt werden. Mit einer lebendigen Anschauung des Gegenwartsbewusstseins hat dies nichts zu tun. Nun liegt in dem eben gezeigten berühmten Fresko Michelangelos, das im Vatikan in der Sixtinischen Kapelle zu sehen ist, eine mögliche Antwort auf diesen Anachronismus. Man achte bei der nun folgenden Vergrößerung des berühmten Freskos von Michelangelo auf die Haltung der beiden Mittelfinger. An was erinnert diese Haltung aus unserer Gegenwart? Auch bei Raphael ist die gleiche Handgeste gezeigt. Und wiederum an zentraler Stelle rechts von Aristoteles gleich dreimal. Wir finden diese Fingerhaltung nicht nur bei den biblischen Motiven, sondern auch bei deren Schöpfern, Martin Luther. Und in der Wissenschaft, etwa bei den angeblichen Pionieren in der Astronomie und den Entdeckungsfahrten. Und bei Kaisern und Herrschern. Wenn wir nun achtsam sind, finden wir diese Handhaltung überall, auch in der Kirche nebenan. Und so weiter, hundertfach, tausendfach, in beinahe jeder Kirche. Gehen Sie hinein und schauen Sie, ist das alles nur Zufall oder ist es genau so gewollt? Welche Künstler wurden von wem beauftragt? das Fresko, das Ölgemälde, die Statue genau so zu gestalten? Macht dies unbewusst etwas mit dem Betrachter? Und wir finden in der Gegenwart, bei den Mächtigen dieser Welt, bei vielen Promis, ein Handzeichen, das demjenigen der Renaissance recht ähnlich ist, nur sind die beiden Mittelfinger nach unten geneigt. Ist das das alte und neue Erkennungszeichen der sogenannten Eingeweihten in bestimmte Dinge? Wissen die Chefetagen der elitären Pyramidenstruktur der Geheimgesellschaften durchaus um die Geschichtsfälschung? Sind sie deren Schöpfer? Zeigt der Handträger seine Mitwisserschaft in diesem oder jenem hintergründigen Geschehen? Das Reich des doppelten Adlers. Tartaria. Seit wenigen Jahren wird in alternativen Medien von einer Weltkultur gesprochen, die sich zumindest nördlich des Äquators befunden haben soll. Sie wird Tartaria genannt. Ar ist der Adler, Tartaria mag auf den oben abgebildeten Doppeladler des Müllerschen Urreiches hinweisen, der noch tausendfach in Europa und Asien zu finden ist. Müller verwendet den Begriff Tartaria nicht, stattdessen deutsches oder römisch-deutsches Urreich. Ich habe 2020 mangels vertrauenswürdigem alten Material die Beschreibung Kultur der Frauenberge gewählt. Wesentlich bei alledem ist, dass es sich dabei um eine Hochkultur handelte, die zeitlich nach Atlantis anzusiedeln ist. Sie brachte jene Architektur und Bauten hervor, die bisher der Antike oder der Megalithzeit zugeordnet wurden und daher wohl über freie Energie verfügte. Dessen Kenntnis wird der Menschheit von der elitären Clique mit ihren uns versklavendem Vertragsrecht und zahlreichen bewusst in Szene gesetzten Kriegen und Seuchen vorenthalten. Die Stellung der Frau und damit im Einklang beider Geschlechter spielt bei Peter Franz Josef Müller und den Vertretern der Tartaria-These keine Rolle. Dennoch müssen die Bücher Müllers als besonderer deutscher Beitrag zur Frage nach Tartaria verstanden werden. Doch auch viele Alternativkanäle scheinen davon nichts wissen zu wollen. In den hochgelegenen Bergen von Meransen, Südtirol, wo sich ursprüngliches noch erhalten hat und das vorher Maransen hieß, finden wir entsprechend einen der letzten Rückzugsorte der heiligen drei Beten. Seid uns willkommen! Die Methode unserer geschichtlichen Chronologie ist ein Zirkelschluss. Eine wesentliche Stütze der herrschenden, völlig falschen Chronologie sind die verwendeten Datierungsmethoden C14 und Baumringmessung. Eine grundsätzliche Arbeit zu dem Datierungsproblem legten Christian Blöss und Hans Ulrich Niemitz vor. Diese Wissenschaftler schreiben auf dem Klappentext ihres Buches: Zitat. Wie alt ist dieses Buch? Diese Frage beantwortet das Impressum. Wie alt ist ein ausgegrabenes Fundstück? Darauf kennen die Historiker allzu oft keine Antwort. Die Not angesichts solcher Datierungsprobleme erklärt, warum vor allem Historiker die Einführung der C14-Methode vor mehr als einem halben Jahrhundert enthusiastisch begrüßt haben. Und sie erklärt auch, warum an dieser Methode bis heute, trotz katastrophaler Fehldatierungen und trotz grundlegender methodischer Probleme, so beharrlich festgehalten wird. Die ab 1949 gewonnenen radiometrischen C14-Chronologien waren noch keine zehn Jahre alt, da mussten die Wissenschaftler eingestehen, dass zentrale Annahmen der C14-Methode falsch sind. Sie galt nur deshalb weiterhin als praktikabel, weil binnen weniger Jahre ein Korrekturmaßstab vorgelegt werden konnte, die berühmte kalifornische Borstenkieferchronologie. Die Autoren decken auf, dass sich diese Baumringchronologie auf die C14-Methode abstützen musste, für die seinerzeit jedoch Voraussagen in Anspruch genommen wurden, die tatsächlich unhaltbar sind. Auch die europäischen Baumringchronologien stehen damit in Misskredit. Erstens, weil sie eine Dynamik der Umweltbedingungen aufdecken, die tödlich für die C14-Methode ist. Es kann somit gar keinen Kalibriermaßstab für C14 geben. Über den Zirkelschluss, auf dem heute alle gebräuchlichen Baumringchronologien beruhen, werden die C14-Chronologien der Historiker stürzen. Das Ergebnis der hier vorgelegten Studie ist sensationell. Das chronologische Fundament der Vor- und Frühgeschichte beruht auf Trugschlüssen und muss neu gelegt werden. Alle C-14- und Baumringdaten sind zu revidieren. Unser Geschichtsbild wird sich auf wesentlich kürzere Zeiträume gründen müssen als bisher. Zitat Ende. Aus Blöss und Niemitz C-14-Crash. Gräfeling 1997. Leider ist, wie so oft bei den wichtigsten geschichtskritischen Themen, das Buch im Buchhandel nicht mehr erhältlich. Für die größeren Zeiträume der Geologie hat Hans Joachim Zilmer in mehreren Büchern darauf aufmerksam gemacht, dass diese nicht stimmen können. Alle seine Bücher sind erfrischend aufschlussreich. Zilmer legt da, dass Katastrophen unsere Welt formten und formen. Er berichtet, das Mittelmeer war eine Wüste, die Sahara ein Urwald und die Dinosaurier lebten zeitgleich mit den Menschen. Für unser Thema interessiert insbesondere seine Frage, ob die Steinzeit erfunden war. Sein Buch heißt Irrtümer der Erdgeschichte. In Sachen C14-Crash. Zunächst 2.1: Das Wesen und die Aufgabe der Dendrochronologie. Wissenschaftler wollen das Alter einer Holzprobe durch Mustervergleich bestimmen. Dazu synchronisieren sie das Baumringdickenmuster ihrer noch undatierten Holzprobe mit einem datierten Baumringdickenmuster nach bestimmten Vergleichskriterien. In diesem Vorgang, Synchronisation von Mustern nach bestimmten Vergleichskriterien, liegt das Wesen und die Aufgabe der Dendrochronologie begründet. Doch woher stammt das Datum des Referenzmusters? Zu dem Datum des Referenzmusters gelangen die Dendrochronologen auf folgendem Weg. Sie versuchen, das Referenzmuster durch fortgesetzte Synchronisation vieler Baumringdicken folgen bzw. Holzproben auszubauen. Dadurch wird der Zeitraum, der von dem Muster repräsentiert wird, immer weiter ausgedehnt. Er entspricht der Anzahl der im Gesamtmuster aufeinanderfolgenden Baumringe. Stammen nun die jüngsten Baumringe aus einer gegenwärtig gewonnenen Holzprobe, dann bestimmt sich das Alter jedes Baumrings des Referenzmusters durch einfaches Abzählen. Dadurch ergibt sich auch das Alter einer jeden Holzprobe, die an diesem Referenzmuster synchronisiert werden konnte. 2.2. Das Problem der Dendrochronologie. Die Dendrochronologie würde ein längeres Referenzmuster nur dann aus sich herausgewinnen können, wenn die Synchronisation der Holzproben untereinander eindeutig ist, das heißt, wenn sich die Baumringdickenfolgen von selbst an den altersmäßig richtigen Ort im Gesamtmuster einordnen würden. Grundsätzlich lässt sich aber jede Holzprobe mit einem entsprechend langen Referenzmuster wiederkehrend, also an unterschiedlich alten Lagen synchronisieren. Von all diesen Lagen kann höchstens eine die richtige sein, alle anderen müssen als irreführende Zufallslagen gewertet werden. So mussten immer wieder Synchronlagen, die bereits als gültig ausgegeben worden waren, revidiert und durch Auseinanderreißen und Neurastung meistens um etliche Jahrzehnte geheilt werden. Es existiert also folgende Notlage. Eine Holzprobe muss auf wenige Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrzehnte genau, vordatiert werden, um sie verlässlich mit einem Referenzmuster synchronisieren zu können. Ohne diese Vordatierung könnte man Zufallslagen von der richtigen Lage bzw. Datierung nicht unterscheiden. Schaut man sich an, über welchen Zeitraum sich die Referenzmuster heute erstrecken, ca. 10.000 Jahre, dann gibt es konservativ gerechnet jeweils einige Dutzend Zufallslagen pro Holzprobe, wobei natürlich genau zu berücksichtigen ist, dass eine stratigraphische Vergesellschaftung bzw. Korrelation die Anzahl potenzieller Zufallslagen einschränkt. 2.3 Und das daraus erwachsene Dilemma. Die Dendrochronologie ist mit der Aufgabe, eine umfassende Baumringfolge allein durch Mustervergleich aufzubauen, also überfordert. Dieser Umstand spitzt sich immer wieder in demselben, allein aus sich heraus nicht überwindbaren Dilemma zu. Gehören Holzproben, die anscheinend am Ende der bereits bestehenden Baumringfolge synchronisieren und diese damit in die Vergangenheit bzw. in die Gegenwart ausbauen würden, Wirklich hierher oder handelt es sich dabei nur um eine Zufallslage, weil die Holzprobe tatsächlich zu einer noch jüngeren oder noch älteren Lage gehört? Selbst wenn alle anderen Lagen innerhalb des bestehenden Musters ausgeschlossen werden können, so bleiben die älteren bzw. jüngeren Lagen stets unüberprüfbar. Es gibt also eine ständig schwelende Gefahr, sich beim Ausbau der Baumringfolge, dem sogenannten Master, zu irren. Weil jeder einmal gemachte Fehler die Baumringfolge von nun an in die Irre führen würde, geht der Griff, wo immer es geht, zur rettenden Vordatierung. Bild 3: Das dendrochronologische Dilemma. Anfangs hat man die Baumringfolge 1 und kann die Baumringfolge 2 auf der rechten Seite von 1 synchronisieren. Die aufgetragenen Baumringdicken sind rein schematisch zu verstehen. Sollte man jedoch noch eine Folge 3 finden, die an der Stelle besser synchronisieren würde, also siehe unten, dann gehört die siehe oben als Nummer 2 platzierte Baumringfolge wohl möglich an die Stelle 2 unten im unteren Bild. Diese Möglichkeit ist nie auszuschließen und als dendrochronologisches Dilemma bekannt. 2.4. Hat die Dendrochronologie den erforderlichen Preis für ihr Entkommen aus dem Dilemma entrichtet? Um ihrem Dilemma zu entkommen, hat die Dendrochronologie die Holzproben für den Aufbau ihres Referenzmusters grundsätzlich vordatiert und zwar in unterschiedlicher Weise für unterschiedliche Zeiträume. Fall A. Der jüngere, historische Teil des Referenzmusters, ca. 500 vor Christus bis heute, nach konventioneller Datierung, beruht auf Daten aus der Geschichte der Neuzeit, des Mittelalters und des Altertums. Fall B der ältere, vorhistorische Teil des Referenzmusters, vom ältesten Datum bis ca. 500 vor Christus, beruht auf C14-Datierungen. Für den historischen Teil hat die Dendrochronologie also auf die herrschende Chronologie der Geschichte gesetzt. Dafür hätte sie folgenden Preis zu zahlen: Weder darf sie als unabhängige Datenlieferantin für diese Chronologie auftreten oder sich sogar als Kontrollinstanz aufspielen, noch darf sie stillschweigend hinnehmen, als eine solche Datenlieferantin oder Kontrollinstanz herangezogen zu werden. Denselben Preis muss sie selbstverständlich auch für ihr Verhältnis zur C14-Methode bezahlen, von der sie C14-Daten für den vorhistorischen Teil bezogen hat. Insbesondere müsste sie im Auge behalten, wie sie umgekehrt von der C14-Methode als Datenlieferantin in Anspruch genommen wird. Denn bekanntermaßen benutzt die C-14-Methode primär Baumringchronologien, um C-14-Messungen an einer historischen Probe in ein C-14-Alter umwandeln zu können. Diese Aufmerksamkeit als Preis für die Überwindung ihres Dilemmas ist nicht aufgebracht worden, so sich ein Methodenwirrwarr herausbilden konnte. An der Schnittstelle zwischen C-14-Methode und Dendrochronologie wird mit zweierlei Maß gemessen. Diejenigen C14-Alter, die der Vordatierung von Baumringproben dienen sollen, werden ohne Umrechnung als annähernd richtige Absolutalter benutzt. Also Dendrochronologie als Nutznießerin von C14-Daten. Und die C14-Alter, die allgemeinen Datierungen dienen sollen, werden über Baumringchronologien in exakte Absolutalter umgerechnet. Also die C14 Methode als Nutznießerin von Dendrodaten. Die faktische Gleichsetzung von C14 Alter und Absolutalter hat sehr wahrscheinlich zu einer falschen Länge des Postglazials geführt, bzw. diese Vorstellung unzulässig erhärtet, weil, wie wir zeigen werden, bereits kleine Änderungen in den Naturabläufen drastisch verjüngte bzw. vergreiste C14 Alter ergeben. Dendrochronologen, die nicht wahrhaben wollen, dass sie ihrem Dilemma nicht ohne weiteres entkommen können, müssen nunmehr einen noch viel höheren Preis entrichten. Das Zugeständnis, dass ihre Baumringchronologien von A bis Z falsch aufgebaut sind. Drittens die C14-Methode. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, das alles vorzutragen. Bitte nachlesen auf phantomzeit.de. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung gelistet. Hier nur die Zusammenfassung. Es ist möglich, dass ein C14-Ungleichgewicht in der Atmosphäre den bisher geglaubten Radiokarbon-Kalender um einen ganz erheblichen Faktor staucht oder streckt. Dabei geht es nicht um 10 Prozent, wie bisher rekonstruiert, sondern um eine Größenordnung mehr. Mit dieser Möglichkeit bewegen wir uns in dem Rahmen, den die kritische Chronologie auf unterschiedlichen Ebenen als realistisch für das Holozän erkannt hat. Es geht mindestens um eine Halbierung, wenn nicht sogar um eine Drittelung oder Viertelung des bisher für richtig erachteten zeitlichen Rahmens von 10.000 Jahren. Dass sich dies in den Baumringchronologien nicht widerspiegelt, hat einen so einfachen wie auch ärgerlichen Grund. Welche Annahmen auch immer über die Geschichte der C14-Konzentration getroffen werden, genau diese Geschichte wird von denjenigen Baumringchronologien rekapituliert, die unter Rückgriff auf entsprechende C14-Vordatierungen erstellt worden sind. Man erkennt also, jede der beiden Datierungsmethoden hat einen, auch sich selbst nicht behebbaren Defekt. Chronologische Aussagen werden nur durch chronologische Hilfestellung von außen möglich. Die gegenseitige chronologische Hilfestellung stellt einen Zirkelschluss dar, der sämtliche dendro- und radiochronologischen Aussagen entwertet. Was die Chronologie des Holozäns angeht, wären damit alle Historiker wieder an die Zeichenbretter zurückverwiesen. Dort, wo sich die Chronologiekritiker seit Jahrzehnten um eine saubere Chronologie des Holozäns bemühen. Zuletzt noch Bild 8 mögliche Geschichten der C14-Konzentration der Atmosphäre. Für die Altersbestimmung der Probe mit der C14-Methode ist es nicht nur von entscheidender Bedeutung, dass sich die C14-Konzentration in der Probe während der Lagerzeit nur durch radioaktiven Zerfall geändert hat. Auch die Geschichte der C14-Konzentration der Atmosphäre muss lückenlos bekannt sein, um aus dem Schnittpunkt dieser beiden Geschichten das Alter der Probe zu bestimmen. Das schematische Bild 8 zeigt, wie trügerisch das C14-Alter im Hinblick auf das wahre Alter der Probe wird, wenn sich die C14-Konzentration in der Atmosphäre mit einem bestimmten Trend ändert. Reichert sich die Atmosphäre mit C14 an, siehe 1 bis 3, dann täuscht das C14-Alter ein zu hohes Alter vor, verarmt die Atmosphäre dagegen an C14, siehe 4 bis 6, dann täuscht das C14-Alter ein zu niedriges Alter vor. Diese Bandbreite an Möglichkeiten muss so lange in Rechnung gestellt werden, wie die wahre C14-Geschichte der Atmosphäre noch unbekannt ist. Sie unter der Annahme zu rekonstruieren, es habe weitgehend stationäre Verhältnisse gegeben, ist voreilig gewesen und kann unsere Vorstellung über die zeitliche Dauer des Postglazials völlig in die Irre geleitet haben. In genialer Weise weist der Christoph Pfister nach, dass alle europäischen, also indogermanischen Sprachen, auf einer politisch-religiösen Willensschöpfung beruhen, die vor höchstens 350 Jahren eingesetzt hat. Die Inhalte der alten Geschichte sind auf eine Matrix, eine Blaupause zurückzuführen, in der gewisse Zeitalter, Herrscher und Dynastien einfach vervielfacht worden sind und so die Vergangenheit künstlich gestreckt wurde. Als christlich-religiöse Sinngeschichte dargestellt sind die biblischen Schriften oder die antiken Geschichtsschreiber eine zentrale Quelle der religiösen Matrix. Grundsätzlich ist die gesamte Hochkultur der Mittelmeerwelt, also Antike und Mittelalter, in einem Zeitraum zu sehen, der nicht weiter als vielleicht 350 Jahre vor heute zurückreicht. thank you und schwierigste theoretische Sprung für die Evolutionstheorie ist die angebliche Millionen Jahre andauernde Umwandlung vom Affen zum Menschen. Die völlige Unmöglichkeit, Fähigkeiten wie Zweifüßigkeit, eine aufrechte Wirbelsäule und komplexe sprachliche Fertigkeiten zu entwickeln, wird diskutiert, seit die Theorie zum ersten Mal vorgestellt wurde. Aber solche Hindernisse werden eingefleischte Evolutionisten nie davon abhalten, eine glaubhafte affenmenschliche Übergangsform zu entdecken oder zu erfinden. Die erste von diesen genehmen Entdeckungen war der Neandertaler, der 1856 im Neandertal am Niederrhein gefunden wurde, genau rechtzeitig für die Veröffentlichung von Darwins Ursprung der Arten. Bis zu diesem Tage sind rekonstruierte Zeichnungen von haarigen, affenartigen Neandertalern in Wissenschaftszeitschriften und Schulbüchern abgebildet und behauptet ein fehlendes evolutionäres Glied zu sein. Tatsächlich jedoch sind all die sogenannten Neandertaler Gebeine nicht von denen moderner Menschen zu unterscheiden, wie ein Asiat von einem Europäer oder ein Inuit von einem australischen Ureinwohner.